it's good to see you again, friend. Habe ich dich schon mal gesehen? I'm miserable. Because of the leg? Ah, no, I'm used to the leg. I'm in so einem Status, ehrlich gesagt, du. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Nah, it's the people. Yeah, a bunch of nasty, miserable peasants I gotta share this place with. Ich brauche einen Status. Why don't you leave? Aber Diamant. Well, I live here. They're my nasty, miserable people. I've been hating on them for so long, if I forgot to hate them, I wouldn't know what day it was. Yeah, but you. Man kann irgendwie auch anonym Subs giften. Ja, Captain, das hat Killer vorhin probiert. Er hat das hier getestet. Das geht wirklich jetzt. Ich habe mich voll erschrocken, weil ich gar nicht wusste, was jetzt los ist. Aber das geht jetzt auch, das stimmt. So, ich wollte ja mein Kopfgeld bezahlen. Ich renne da immer rein. Wie so ein Rambock. Hallo, ich muss ein Kopfgeld bezahlen, leider. Oh my, you. Ja, ich. Das ist. Gar nicht. Wir sind nicht böse. Das tat weh. Viel zu viel. Oder auch Zeit, also anonyme Subgifts. Weiß ich gar nicht. Wurde es denn Zeit? Ich kenne mich da nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Musst halt damit aufpassen, wenn du irgendjemanden VIP machst oder der diejenige einen Link für eine Marvel-Seite postet, kann es ziemlich Ärger geben. Ja. Ich habe mich bis jetzt noch gar nicht damit befasst. Aber es ist gut, dass wir das gerade als Thema haben. Ich weiß auch nicht, ob ich das so nutzen möchte, weil dann fühlt sich dann irgendjemand benachteiligt oder so. Das wäre doof. Was wollte ich jetzt machen? Ich habe das jetzt bezahlt. Dutch möchte mit dir sprechen. Mehr Aufgaben habe ich jetzt gar nicht. Außer diese zwei. Das mit Charles. Und das ist dieser komische Fotograf, ne? Glaube ich. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, jetzt dahin zu reiten. Ich könnte zwar eine Schnellreise machen, aber dann müsste ich eh zum Camp. Dann kann ich direkt Dutch machen. Machen wir das einfach so. Oh nein, nicht gegenreiten. So. Ehrenkatze. Was? Ich komme immer voll blöd vor, wenn ich mehrere Subs gifte. Ich bleibe bei sowas gern anonym. Du bist auch so ein Subgifter bei den anderen. Ja, ich kann es verstehen. Also wirklich, ich kann es wirklich verstehen. Wenn man das nicht. Wenn man lieber jemandem eine Freude machen möchte und dann. Wow. Und das aber nicht so an die große Glocke hängen möchte. Ich kann es verstehen. Ist doch okay. So. We see how fast it is. First one of Catfish Jackson's. Ich will aber nicht. Ich möchte nicht. Not now, thanks. Mein Pferd ist scheiße. Die würde mich, glaube ich, voll platt machen mit ihrem Pferd. Vielleicht sollte ich mir auch mal wieder ein neues kaufen. Lass uns hinterherziehen. Ich soll die hinterherziehen, die arme Frau. Warte, ich sehe da vorne. Zu der Qualm. Ich
hole mir jetzt einfach einen von da. Ups, nein, das wollte ich jetzt. Ermittlung? Hä, ich habe nichts getan. Ach komm, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich muss auf die andere Seite anscheinend. Das ist jetzt natürlich kacke. Ich hau ja schon wieder ab hier. Ich wollte ja eigentlich auf die andere Seite. Da jetzt sehe ich den Qualm nicht mehr. Wir finden schon jemanden. Aber am besten, wo nicht so viele bei sind. Ach, schöne Kutsche. Wo sind denn jetzt die einzelnen Personen? Mods können Mods nicht bannen. Vorne kommt jemand. Ich will eine Ausbildung zum Pferdewirt machen. Oder du willst sie essen. Lüg mich nicht an. Ihr Sadisten! Ihr miesen Sadisten! Ja. Ja, es klappt also wirklich. Wenn die gegen Baum knallen, sind sie tot. Alter, oh wow, ist das übel. Alter, es tut mir leid, dass du unser Versuchskaninchen gewesen bist. Es tut mir sehr leid. Der Chat hat mich gezwungen. Böser Chat. So, jetzt haben wir das auch mal gesehen. Nicht, dass das jetzt meine Lieblingsart wird, Leute zu töten. Scheiße. Gut. Und erstmal kannst du ranziehen. Ach, ich wollte ihn einfach ein bisschen frei rumlassen. Ich würde das, glaube ich, nur machen. Ihr bösen Menschen, ihr. Ja. Na, wenn man sowas im Spiel machen kann, ich kann es verstehen. Ich kann manchmal auch ein richtiger Arsch in Games sein. Zwing dich nicht, wir nerven dich nur sehr damit. Ich wollte es eigentlich vorhin schon ausprobieren, das ist schon richtig. Mehr beliebt bin. Ich habe ja eigentlich auch die Leute hinterhergezogen, aber ich habe sie nicht gegen einen Baum knallen lassen. Das habe ich noch nicht gemacht. Das war das erste Mal und das war sehr interessant, dieses Gefühl, wie es vibriert hat. Boxer durfte feststellen, dass die Spieler sehr aggressiv gegen die Frauenrechts-NPCs vorgehen. Ich habe mir da schon ein bisschen was... Ja, kann ich mir schon denken. Leider. Won't live through them. This is private.
geil. Dieses Geräusch. Willst du? Stech dich ab. Komm, ich messer dich. Das ist aber auch ganz schön aggressiv. Das ist auch ganz schön. Ach Quatsch, brauch keine Maske. Einfach die ganzen Zeugen ausschalten, gut ist. Ich will alle töten. Oh. Wow. Dynamit und alles. Ach du Kacke. Soll ich mal raufschießen? Was kann ich jetzt damit machen? Ich könnte das theoretisch hier oben abgeben. Beim Wagenhehler, aber ich weiß halt nicht, ob dieses Dynamit, ob ich das auch gebrauchen könnte. Das weiß ich nicht. Wenn jemand draufschießt, dann habe ich ein Problem. Ich könnte jetzt auch ein paar Bäume fällen. So, den halben Wald. Ist auch keine gute Idee, was ich hier gerade mache. Zum Fische fangen ist Dynamit sehr effektiv. Türkischen Akzent. Gib mir Jacke, sonst mache ich dich Messer. So. Meinst du, ich brauche Hilfe? Am witzigsten ist es, wenn man einfach auf den Wald kommt. Den Wald kommt, jemanden Unschuldigen mitschleift und dann wieder verschwindet. Habe ich noch irgendwas verpasst? Wartet. Ach, warum mit explosiven Kisten querfällst, klingt doch immer awesome. Das Problem ist, dass ich in sehr vielen Spielen durch Explosion oder Feuer sterbe. Deswegen habe ich ein bisschen Angst. Nur ein ganz kleines bisschen bin ich nervös. Das fing schon in 4 an, also wo ich gestreamt habe. Ich habe auf den Feuerlöcher geschossen. Ich bin gestorben. Ich habe mir Granaten selber gegen den Kopf geworfen. Ja, dazu gibt es auch Clips irgendwo. Das war sehr traurig. Und da fing es schon an. Deswegen habe ich etwas Angst. Dass jetzt jemand hier raufschießt und ich sterbe. War Pipi machen, ganz allein. Hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Kinder kommen so vor, als wäre sie gerade mit sich. Oh, ich dachte, der Zug kommt. Daher ziehen. Kennt ihr das, wenn mehrere Mädchen gleichzeitig aufs Klo gehen? Ich habe dieses Phänomen auch sehr oft beobachtet, wo ich zur Schule gegangen bin oder allgemein. Ich verstehe es nicht. Also wenn ich aufs Klo gehe, möchte ich alleine aufs Klo gehen. Ich brauche da keinen, der mir da hilft oder so. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe es schon beobachtet, aber ich habe keine Ahnung, warum. Ich bin nicht die Sorte, die jemanden braucht, um aufs Klo zu gehen. Oh, pass auf, bitte, pass auf, pass auf! Sag das meiner Mama. In der Schule gehen die nie allein. Ja, das ist mir auch sehr oft aufgefallen. Die gehen gemeinsam bei Schminken und so. Keine Ahnung. Ich gehe aufs Klo, weil ich mal muss. Und da gehe ich auch nur, wenn ich wirklich ganz dringend muss.
Weil sonst nutze ich das öffentliche Klo nicht. Ich verstehe es auch nicht. Mich brauchst du gar nicht fragen. Ich bin nicht so typisch Mädchen. Ich shoppe auch nicht gerne. Und habe auch nicht sehr viele Schuhe oder sonstiges. Dafür habe ich gar nicht so die Interesse. Wir mal kurz was zum Essen holen. Mach das, Killer. I'll find a good home for this. Here, pleasure. See you again soon. $40. Ja. Dafür, dass wir es geklaut haben? Eigentlich nicht geklaut, wir haben es nur mitgenommen, weil ich die Diebe getötet habe. Mädchen gehen auch um zu plaudern. Weiß nicht. Ich bin nicht so der Plaudermensch. Ich bin eher zurückhaltend, deswegen ist das nie so meins gewesen. Mein ganzes Fell ist weg, sehe ich gerade. Traurig. Let's go, girl. Yep. Und ich muss wieder niesen, wartet. Oh Gott, ich hasse es. Ich schneide mir gleich die Nase ab. Hohes Nitro wäre aber auch witzig. Ach, ihr seid nur alle... Ja, klar, Ofen. Natürlich. Ich überziehe doch wieder. Das ist doch nichts Neues. Kennt ihr das, wenn ihr niesen müsst, aber dann doch nicht? Ja, das habe ich auch sehr oft. Ich kündige es sogar an, ich muss niesen und dann passiert nichts. Ja, das kenne ich. Wenn du ein Thema hast, wo du viel erzählen kannst, du das überbrücken lässt. Das Problem bei mir ist, ich habe Hobbys und Interessen, die andere also viele nicht haben. Also jetzt zum Beispiel weibliche Menschen. Das ist bei mir das Problem, weil ich halt gern zocke. Ich schaue Animes, ich mag Japan. Das mögen die Frauen, die ich immer begegnet bin, nicht so. Da hatte ich dann halt kein Thema. Ich komme mit Männlichen besser klar, weil die meisten auch zocken. Weiß ich nicht. Aber selbst da habe ich habe ich immer so einen Themenmangel. Das war mir ganz schlimm. Ich bin aber auch wirklich sehr schüchtern. Das kommt vielleicht nicht so rüber, aber ich bin wirklich sehr schüchtern. Und ich bin einfach auch sehr höflich und zurückhaltend. Ich will mich nirgendwo zwischendrängen oder im Vordergrund sein oder sonst was. Das mag ich nicht. Da fühle ich mich nicht wohl. Ich halte mich immer zurück. Kann stressig sein. Ah, du kannst mit uns... Ja, das ist ja das Komische. Mit euch kann ich reden. Ich sehe euch nicht. Aber ich weiß, dass ihr da seid. Ich weiß, dass einige Leute... irgendwo vorsitzen und mich anstarren. Das ist eigentlich gruselig, aber es macht mir trotzdem Spaß. Aber ihr habt auch die gleichen Interessen. Naja, nicht alles, aber ihr zockt vielleicht gerne oder ihr schaut gerne auf Streams, so wie ich. Oder ihr guckt gerne Animes. So, hier versammeln sich halt Leute, die ähnliche Interessen haben. Das ist
dann etwas leichter. Wir sind ja auch Bots. Ja, siehst du, Bots, die mit mir reden und auch nett sein können. Ist doch schön. No. Anstar, ja. Das ist... Glaubt mir, würde ich euch real sehen? Ich glaube, ich würde stottern und hätte Angst und würde wegrennen. Geht weg, echte Menschen. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ich wollte eigentlich zu Dutch.